So. Um die Mahnwache hier zu eröffnen und bei dann einen kleinen Aufzug von hier über die Synagoge der Neumark bis zum Postplatz zu gewährleisten, müssen wir eine Versammlung anzeigen. Das haben wir getan. Wir haben ein paar Auflagen, die ich kurz mitteilen werde. Steine, Becher, Krüge und den ganzen Kram, was alles hart ist, soll nicht mitgeführt werden. Genauso Pyrotechnik ist nicht erlaubt. Starke Leuchtelemente sind ebenso immer kritisch gesehen. Sonst ist eigentlich alles erlaubt. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir laufen, dass wir die in Fahrtrichtung die Spur nutzen. Und ja, lasst uns das nutzen. Genau, dann übernehme ich gerne. Ich begrüße euch herzlich im Namen der Organisatorinnen, Gruppen, Initiativen, die sich heute relativ spontan zusammengefunden haben, um auf den rechten und rassistischen Terroranschlag gestern in Hanau zu reagieren. Wir reihen uns, glaube ich, ein in eine ziemlich beeindruckende bundesweite Bewegung, die heute stattfindet. Überall an mehr als 50 Städten und Orten in Deutschland finden Mahnwachen oder Demonstrationen statt. Wir wollten Leuten die Möglichkeit geben, sich an einem Ort zu versammeln, um den Opfern dieses rechten und rassistischen Terroranschlags zu gedenken und vor allem eben auch unser Mitgefühl und unsere Solidarität den Angehörigen, Familien und Freundinnen sowie den Verletzten einfach kundzutun. Wir werden deshalb hier mit einer Mahnwache beginnen. Wir wollen die Möglichkeit geben, dass ihr euer Mitgefühl ausdrücken könnt. Ihr werdet dazu später die Möglichkeit haben, Blumen niederzulegen, Kerzen niederzulegen und eben an diesem Ort hier euer Mitgefühl auszudrücken. Danach wurde es gerade schon in der Eröffnung gesagt, wird es einen Demoaufzug durch die Innenstadt geben. Auch dafür haben wir uns entschieden, um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, ihrer Wut und ihren Gefühlen noch Ausdruck zu verleihen, je nachdem, was er oder sie für angemessen hält oder welche Protest- oder Demonstrationsform sie gerne wählen würden. Und werden außerdem heute oder jetzt sozusagen, bis es dann losgeht, auch noch ein paar Redebeiträge hören von Leuten, die sich relativ schnell bereit erklärt haben, etwas zu sagen. Das kommt aus ganz unterschiedlichen Richtungen und würde daher jetzt erstmal das Mikro weitergeben. Okay, wir würden jetzt mit einem ersten Redebeitrag anfangen und dazu würde ich die Leute, die etwas vorbereitet haben oder auch Dinge vorlesen wollen, kurz hier vorbitten, damit wir ja mit dem ersten Beitrag anfangen können. Hallo, mein Name ist Robert Kusche. Ich spreche für den Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und für den RAA Sachsen für die Opferberatungssupport. Wir trauern um die 9 Menschen, die gestern Abend in Hanau von einem rassistischen Attentäter ermordet wurden. Wir trauern mit ihren Familien, ihren Freundinnen, ihren Liebsten. Wir trauern mit allen, die in den letzten Monaten, Jahren und Jahrzehnten ihre Liebsten bei rassistischen, rechtsterroristischen und antisemitischen Attentaten und Angriffen verloren haben.
mit den Überlebenden und Verletzten der Attentate in Halle, mit den Hinterbliebenen der Mordopfer des NSU. Wir trauern mit den Verletzten und Überlebenden der NSU-Bombenattentate. Wir trauern mit den Hinterbliebenen und Verletzten der OIZ-Attentate in München. Um die in München von einem rassistisch motivierten Attentäter ermordeten Menschen. Wir trauern auch mit den Hinterbliebenen von Walter Lübcke. 9 Menschen wurden gestern Nacht in Hanau ermordet, weil offener Rassismus und die permanente Stigmatisierung von Orten wie Shisha-Bars, in denen sich die offene Gesellschaft trifft, dem Täter als Vorlage gedient haben. Rassismus und Antisemitismus waren auch die Tatmotive des Attentats von Halle, des Netzwerks des NSU, des Netzwerks der Gruppe Freital, der Gruppe Revolution Chemnitz und zahlloser anderer rechtsterroristischer Netzwerke und Gruppierungen. Wir sind heute hier auf der Straße, weil wir unsere unendliche Trauer und unsere Solidarität teilen wollen mit den Familien und den Freundinnen der Ermordeten und Verletzten in Hanau. Unsere Trauer und unsere Solidarität gilt dabei auch allen Betroffenen rassistischer Gewalt und Bedrohung, allen Betroffenen rechter und neonazistischer Gewalt und Bedrohungen aller Betroffenen antisemitischer Gewalt und auch von den Bedrohungen. Wir sind mit unendlicher Traurigkeit hier auf der Straße, denn der rassistische Terror in Hanau ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern steht in der mörderischen Kontinuität des Nationalsozialismus, der Shoah, der mehr als 6 Millionen Juden und Jüdinnen in Deutschland und Europa zum Opfer gefallen sind, ausgegrenzt, verfolgt und ermordet von ganz gewöhnlichen Deutschen, von ihren Nachbarn und Nachbarinnen. Wir sind auch deshalb in unendlicher Trauer hier auf der Straße, weil der rassistische Terror von Hanau auch deshalb möglich wurde, weil der Staat, weil die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden den Schmerz und die Forderungen all der trauernden Opfer alltäglicher rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt und rechten Terrors seit Jahrzehnten ignorieren. Und weil diese staatliche Ignoranz, Verharmlosung und das Kleinreden rassistischer, rechter und antisemitischen Terrors, das ganze Gerede von Einzeltätern, die Weigerung einer konsequenten Strafverfolgung schon viel zu viele Tote und Verletzte gefordert haben. Wir sind auch deshalb in unendlicher Trauer auf der Straße, weil die Forderungen der Angehörigen, der Hinterbliebenen, Verletzten und Verletzten der rassistischen Morde und Anschlagsserien des NSUs nach einer umfassenden Aufklärung der staatlichen Mitverantwortung für den rechten Terror der Jahrtausendwende und der 2000er Jahre nach wie vor ungehört geblieben sind. Weil die Weigerung, die Mittäter und Helfer im NSU-Netzwerk zu verfolgen, auch den rechten Terror der letzten 5 Jahre mit ermöglicht hat, das antisemitische und rassistische Attentat in Halle, ebenso wie den Mord an Walter Lübcke und jetzt ganz aktuell die Morde, den rechten Terror in Hanau. Deswegen sind wir hier heute auf der Straße, auf dem Platz. Wir sind dankbar, dass so viele Menschen hier sind und den Betroffenen, den Opfern gedenken. Dankeschön. Hallo, wir hoffen, dass später im Laufe des Abends vielleicht auch noch ein paar betroffene Personen selbst zu Wort kommen können. Trotz alledem möchten wir schon mal im Sinne dieser Personen und von uns aus ein paar Worte sagen. Gestern wurden durch einen Rechtsterroristen 10 Menschen in Hanau ermordet. Viele Menschen haben zum Beispiel in den sozialen Medien darauf reagiert. Wir werden an dieser Stelle die rassistischen Äußerungen und Verharmlosungen der Bild-Zeitung, Maaßen und Co. nicht reproduzieren. Trotzdem möchten wir an dieser Stelle unterstreichen, dass der Terroranschlag eine weitere Zuspitzung des rassistischen Normalzustandes darstellt. Doch die Schuld an diesem Normalzustand trifft viele. Parlamentarierinnen, die Diskussionen mit Faschistinnen führen und den Diskurs massiv nach rechts verschoben haben. Journalistinnen, die rassistische Sprache und Narrative von Polizei, Konservativen und Rechten übernehmen und People of Color per se kriminalisieren, indem sie von Shisha-Morden berichten und angebliche organisierte Kriminalität beschwören.
Die Polizei, deren Ermittlungstaktiken und Einsätze zutiefst rassistisch und diskriminierend sind. Eine Öffentlichkeit, die Menschen und Orte stigmatisiert und marginalisiert und dadurch zu Zielen solcher Täter macht. Und so müssen wir uns auch als Linke unser Denken und Handeln hinterfragen. Um den Tweet einer Person of Color zu zitieren: Es trifft nicht uns alle gleich. Es trifft meine Familie, meine Freundinnen, mich und Menschen, die so sind wie wir. Nicht Annika und Johannes sterben, sondern Dilan, Ahmad, Abdul, Ismail, Gamze und Essel. Ich will echte Solidarität. Und es ist genau an uns, weißen Linken, diese echte Solidarität zu zeigen. Dafür müssen wir anerkennen, dass für uns rechter Terror potenziell nicht so gefährlich ist wie für migrantische Personen, Jüdinnen, Geflüchtete, POC. Wir müssen anerkennen, dass wir ohne weiteres in der Mehrheitsgesellschaft aufgehen können. Wir werden von ihr nicht grundsätzlich ausgeschlossen und diskriminiert. Das ist ein Privileg. Sich künstlich in die Reihen der Betroffenen zu stellen, streitet dieses Privileg ab. Wenn wir uns so benehmen, dann werden wir Teil des Problems. Echte Solidarität heißt nicht, sich selbst zum Betroffenen zu erklären. Echte Solidarität heißt, Betroffenen zuhören, sie ernst zu nehmen, sie zu unterstützen, sie sichtbar zu machen, und zwar nicht erst, wenn sie ermordet werden. Antirassistische Proteste müssen Platz bieten für die Ansichten Betroffener. Der Schulterschluss mit den betroffenen Communities ist wichtiger als der mit der weißen sogenannten Zivilgesellschaft. Die Polizei, nicht nur in Sachsen, agiert zutiefst rassistisch und die CDU ist Teil der rassistischen Mehrheitsgesellschaft. Wer die Schuld nur bei Nazis suchen will, der hat in den Reihen der Antirassistinnen schlicht nichts verloren. Wir müssen zusammenhalten, jetzt und heute vielleicht mehr als zuvor. Und zwar nicht mit SPD, CDU und dem Dresdner Elbhang, sondern mit unseren Freundinnen in den Abschiebeknästen, mit unseren Schwestern in der kurdischen Bewegung, mit Sintise und Romnia, Jüdinnen und mit allen, die von den rassistischen Mördern angegriffen und dem rassistischen Staat bedroht werden. Überall, jeden Tag. Es lebe die internationale Solidarität. Deswegen ist es für uns jetzt so wichtig, dass das folgende Gedicht verlesen wird, um Betroffenen eine weitere Stimme zu geben. Ich lese ein Gedicht von Mayahim, was 1995 erschienen ist. Deutschland im Herbst. Es ist nicht wahr, dass es nicht wahr ist. So war es, erst zuerst, dann wieder. So ist es. Kristallnacht im November 1938. Zerklirrten zuerst Fensterscheiben. Dann wieder und wieder Menschenknochen von Juden und Schwarzen und Kranken und Schwachen, von Sinti und Roma und Polen, von Lesben und Schwulen, von und von und von und von und. Erst einige, dann viele, immer mehr. Die Hand erhoben und mitgemacht, Beifall geklatscht oder heimlich gegafft, wie die und der und die. Erst hin und wieder, dann wieder und wieder. Schon wieder? Ein Einzelfall. Im November 1990 wurde Antonio Amadeo aus Angola in Eberswalde von Neonazis erschlagen. Sein Kind, kurze Zeit später, von einer weißen deutschen Frau geboren, ihr Haus bald darauf zertrümmert. Ach ja, und die Polizei war so spät da, dass es zu spät war. Und die Zeitungen waren mit Worten so sparsam, dass es Schweigen gleich kam und im Fernsehen kein Bild zu dem Mordfall. Zu dem Vorfall kein Kommentar. Im neu vereinten Deutschland, das sich so gerne, viel zu gerne, wiedervereinigt nennt. Dort haben in diesem und jenem Ort zuerst Häuser, dann Menschen gebrannt. Erst im Osten, dann im Westen, dann im ganzen Land. Erst zuerst, dann wieder. Es ist nicht wahr, dass es nicht wahr ist. So war es. So ist es. Deutschland im Herbst. Mir graut vor dem Winter. Guten Abend,
liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Albrecht Pallas. Ich bin hier als Mensch, ich bin hier als Demokrat, aber ich bin auch hier als Politiker, als demokratischer Politiker. Ich möchte zuallererst denen danken, die diese Mahnwache hier heute angestoßen, initiiert und organisiert haben. Ich möchte euch allen danken, dass ihr mit eurer Teilnahme hier ein wichtiges Zeichen setzt und vielleicht gemeinsam mit allen Demokratinnen und Demokraten darüber nachdenkt, wie wir die Wurzel des Übels bekämpfen und den Rassismus zurückdrängen können. Aus Worten wird Hass und aus Hass werden Taten. Das hat uns die schreckliche Tat von gestern in Hanau wieder einmal schmerzlich vor Augen geführt. Deshalb sind meine ersten Gedanken auch zunächst bei den Opfern, ihren Angehörigen und ihren Freunden. Aber sie sind auch bei den Opfern des NSU und ihren Angehörigen. Sie sind bei Walter Lübcke und bei all denen, die wegen ihrer Hautfarbe, sexuellen Orientierung, ihrer sozialen oder ethischen Herkunft bedroht oder angegriffen werden und wurden. Der Täter hat laut Ermittlerkreisen rassistische Motive. Er war, wenn das so stimmt, den Behörden bislang unbekannt und hat sich möglicherweise selbst radikalisiert und hat gestern 10 Menschen und sich selbst getötet. Und schon heute werden Rufe aus eher konservativen Kreisen laut, man brauche schärfere Gesetze. Schon wieder wird von Rechtspopulisten verlautet, das sei ja kein Radikaler, kein Rechter, das sei nur ein Irrer. Dem müssen wir selbstverständlich entgegentreten. Für heute ist Betroffenheit, ist Trauer, ist Wut völlig in Ordnung und auch wichtig. Aber ich finde, wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir in den nächsten Tagen hier in Dresden ganz konkret und auch darüber hinaus damit umgehen wollen. Es ist eben in dem Fall keine Organisation gewesen, die zu den Taten führte. Es sind rassistische Gedanken gewesen, die zu rassistischen Taten, zu Morden führte. Rassismus ist das Gift unserer Gesellschaft, der Rassismus in den Köpfen so vieler. Und die Gesellschaft muss sich dagegen wehren. Ich finde, gerade in dieser Woche ist es umso wichtiger, dass alle Demokratinnen und Demokraten vereint dagegen vorgehen. Wir brauchen eine Kultur des Widerspruchs. Des Widerspruchs am Arbeitsplatz, im Verein, in der Familie, in der Nachbarschaft. Wir Demokratinnen und Demokraten müssen sichtbar zusammenhalten, sei es in Kirchen, Gewerkschaften, Initiativen, Organisationen oder aber eben auch Parteien. Ich finde, das ist die Hauptbotschaft dieser Woche, des Montags, des, wie ich finde, sehr guten Protests gegen Pegida. Und gewissermaßen findet das ja auch heute seine Fortsetzung, wenn ich in die Runde schaue, und sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus Zivilgesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien oder auch einzelne Personen, engagierte Personen sehe. Lasst uns gemeinsam mit aller Kraft Rassismus und Nationalismus zurückdrängen, damit in Zukunft möglichst nicht mehr aus Gedanken Worte, aus Worten Hass und aus Hass schreckliche Taten werden. Dankeschön. Ja, hallo erstmal. Schön, dass so viele da sind, auch wenn der Anlass sehr schrecklich ist. Und sehr fragwürdig natürlich mein Vorredner, der einer Partei angehört, die das Asylrecht in Deutschland faktisch abgeschafft hat, hier zu stehen und sowas zu sagen. Wir alle sind erschrocken über die neuesten schrecklichen Taten eines mordwilligen Rechten. Entsetzen, Trauer und vor allem Wut waren die Gefühle des heutigen Morgens. Wut auf den Mörder, der motiviert durch eliminatorischen Hass Menschen aus dem Leben riss. Wut auf eine AfD, die Menschenverachtung, rassistische und faschistische Stimmung in Deutschland schürt. Und Wut auf einen Staat, der trotz anhaltender Bedrohung von rechts es nicht schafft, gegen faschistische Kräfte in den Parlamenten oder auf der Straße vorzugehen.
und offensichtlich nichts dafür tut, um die Menschen zu schützen, die seit Jahrzehnten immer wieder aus rassistischen und anderen menschenfeindlichen Motiven zum Ziel tödlicher Gewalt werden. Sehen wir uns die Kontinuität von rechter Gewalt an, ist ihr Erstarken in Zeiten des Rechtsrucks nichts verwunderlich. Und sie endet immer häufiger tödlich für Menschen, die durch die Nazis in den Parlamenten ausgegrenzt und zu Fremden gemacht werden und die durch rassistische Einzeltäter überfallen und ermordet werden können, ohne dass es einen nachhaltigen gesellschaftlichen Aufschrei oder konsequente politische Gegenmaßnahmen gibt. Deshalb ist es weiterhin an uns selbst, den faschistischen Kräften von unten etwas entgegenzusetzen. Das Problem hört weder bei der AfD noch in Ostdeutschland auf, wie wir gesehen haben, sondern stellt sich für uns als weitaus größer dar. Ein Blick nach Europa zeigt, während Italien die Seenotrettung weiter kriminalisiert und immer weniger Menschen es über das Mittelmeer nach Europa schaffen, schiebt Deutschland weiter fleißig mit dem Flugzeug nach Afghanistan und andere Kriegs- und Krisengebiete ab. Möglich gemacht wird diese menschenverachtende Abschottungspolitik durch ein Ineinandergreifen von völkischem Mob auf der Straße, rechten Parteien in den Parlamenten und einem scheinbar ohnmächtigen Bürgerinnentum, das den Faschismus kaum als solchen benennen will und ihn durch Wegschauen hofiert, anstatt ihn ernsthaft zu bekämpfen. In den Parlamenten beschließt man lieber Verschärfung um Verschärfung im Asylrecht, bei gleichzeitigem Ausbau der Abschottungsmaschinerie, einen weiteren Abbau des Sozialstaats und baut die Überwachung der Bevölkerung weiter aus. Wenn die Antwort der Rechten und Faschistinnen der identitäre Wahn ist und der einzige Ausweg die Abschottung auf den letzten Inseln des kapitalistischen Reichtums, dann müssen wir diesen Diskurs brechen und stattdessen darüber reden, wie wir gesamtgesellschaftliche Veränderungen herbeiführen können, die einen lebenswerten Planeten und damit eine lebenswerte Gesellschaft überall ermöglichen. Wenn das letzte Jahrzehnt der massiven Kürzungspolitik und Technokratie eines gezeigt hat, dann, dass die Antwort auf die bestehende Misere abseits des ewigen Weiter-so zu suchen ist. Wir müssen uns unserer eigenen Verantwortung und Macht wieder bewusst werden und diese nutzen, um die Gesellschaft so zu gestalten, wie wir leben möchten, ohne rassistische und nationalistische Spaltung. Denn egal, wie stark der Faschismus wird, wichtig ist nur, was wir ihm entgegensetzen können. Der erfolgreichste Antifaschismus wird dabei der sein, der eine Gesellschaft hervorbringt, in der Konkurrenz und Ausbeutung der Vergangenheit angehören. Doch können und müssen wir damit hier und jetzt beginnen, mit kleinen Schritten, die schon die Großen im Auge haben. Denn was klar sein muss, die rechte Gewalt ist allgegenwärtig und die Faschistinnen auf der Straße fühlen sich durch das rassistische Klima dermaßen bestätigt, dass sie glauben, die Zeit zum Kampf sei gekommen. Und damit stehen sie nicht allein. Wer angesichts der neonazistischen Netzwerke in den Staatsapparaten, wie sie bei Drohungen des NSU 2.0 oder den konkreten Putschplanungen des Schattennetzwerks um Hannibal innerhalb der Bundeswehr offenkundig werden, noch von gehäuften Einzelfällen spricht, verteidigt rechte Strategien und verharmlost die rechte Gefahr bis hin zu einem Grad, der beinahe an Mittäterinnenschaft durch Verharmlosung grenzt. Wir müssen feststellen, dass Teile der deutschen Sicherheitsbehörden mit ihrem Monopol auf Gewaltanwendung zu einer riesigen Bedrohung für Teile der Bevölkerung geworden sind. Wenn sie nicht schon aktiv gegen uns vorgehen, dann machen sie auf jeden Fall keine Anstalten, um ihren staatlichen Schutzauftrag für alle Teile der Bevölkerung nachzukommen oder gegen faschistische Kräfte in ihren eigenen Reihen vorzugehen. Und wenn schon der große Aufschrei ausbleibt, wenn alte weiße CDU-Männer wie Walter Lübcke ermordet werden, dann fühlen sich Menschenfeinde durch das öffentliche Schweigen umso mehr legitimiert dazu, vermeintliche Selbstjustiz zu üben und an all denjenigen, die in ihren Augen nicht in dieses Land gehören oder aus anderen Gründen stören. Mit dieser Bedrohungslage im Nacken, die für uns alle unterschiedlich real und gefährlich ist und doch von vielen wahrgenommen wird, ist unsere einzige Chance, uns zu schützen, uns gegenseitig zu unterstützen. Doch dafür müsst ihr euch kennenlernen, die Probleme der anderen hören und dann zusammen handeln. Ob Probleme mit Alltagsrassismus oder konkrete Bedrohungslagen, allein sind wir schwach und werden schnell die Kraft verlieren, langwierige Kämpfe anzugehen. Doch schaffen wir es, uns zusammenzuschließen, können wir gemeinsam Strategien entwickeln, um uns gegen faschistische und rassistische Bedrohungen zu verteidigen und zu versuchen, eine sichere Gesellschaft für alle zu errichten. Doch auch der Druck nach außen und auf die Parlamente muss zunehmen, vor allem gegen die faschistische AfD und ihre Vorstöße in die Zentren der Macht. So hart es klingt, wenn es um unseren Schutz geht, müssen wir uns selber kümmern. Wir sollten unsere Anstrengungen künftig wieder viel mehr darauf legen, unser Wissen zu teilen im Umgang mit Faschistinnen und zur Verteidigung unserer Communities. Und auch das fängt im Kleinen an, indem wir versuchen, jegliche Form von Rassismus und Faschismus schon im Alltag klarer Kante zu zeigen. Lasst uns nicht nur heute zusammen,
mit den jüngsten Opfern rechter Gewalt stehen, sondern nachhaltige Strukturen aufbauen für eine solidarische Gesellschaft, die aufeinander aufpasst und sich auch zur Wehr setzen kann. Lasst uns den antifaschistischen Selbstschutz gemeinsam organisieren, dass so etwas nie wieder geschehe. Vielen Dank. Hallo, liebe Menschen. Ich bin Osman und ich lebe seit anderthalb Jahren in Dresden. Ich habe keine Rede vorbereitet, aber ich möchte gerne sagen, was mir gerade einfällt. Also wir sind in Trauer, wir sind zurzeit sehr traurig, aber gleichzeitig sind wir wütend. Und also der Sohn einer Freundin wurde in diesem Anschlag auch getötet und die Mutter, also die Freundin ist heute trotzdem demonstrieren, weil also die Opfer zu gedenken heißt für uns, für alle, den Rassismus zu bekämpfen. Es gibt keinen anderen Weg, die Opfer richtig zu gedenken, glaube ich. Aber was ist dieser Rassismus? Ich glaube, um den Rassismus zu verstehen, sollte man noch tiefergehend gucken. Rassismus kommt dadurch zustande, dass es Ungleichheiten gibt. Dass es Ungleichheiten gibt in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt. Rassismus kommt durch Ungleichheiten zustande, die durch kolonialistische, neokolonialistische Strukturen zustande gekommen sind. Rassismus zu bekämpfen ist für mich deswegen gleichzeitig solche Strukturen zu bekämpfen, gleichzeitig sich, also Rassismus zu bekämpfen, um Rassismus zu bekämpfen, reicht uns leider nicht so allgemeingültige Wörter. Das heißt auch, also warum, ja, ich würde auch sagen, warum zum Beispiel diese solche Anschläge zustande kommen, warum dieser Rassismus immer noch so standhält, ist die Menschen, die Organisationen, die den Rassismus bekämpfen und den Rassismus mit dem Namen nennen. Sie werden hier in Deutschland und insbesondere in Sachsen als Extremisten eingestuft. Und also diejenigen, die wir bei uns sehen, diejenigen, die sich mit uns solidarisieren, diejenigen, die eine richtige Solidarität zeigen, diejenigen, die uns sehen und uns sichtbar machen wollen, werden als Extremisten eingestuft. Und es wird versucht, solche Organisationen, solchen Menschen die Legitimität wegzunehmen. Also das zu bekämpfen, diese Grundlage zu bekämpfen, gehört auch dazu, Rassismus zu bekämpfen. Und andererseits, also mein Aufruf ist an alle MigrantInnen, an alle Geflüchtete, die in Dresden leben. Lasst uns organisieren. Wir lassen diese Rassisten, wir lassen Pegidisten, wir lassen AfDler, wir lassen die anderen, die mit alltäglichen oder so angreifenden rassistischen, mit einem alltäglichen oder angreifenden Rassismus uns das Selbstbewusstsein wegnehmen wollen. Wir lassen es nicht. Wir sollten das nicht lassen. Wir sollten unser Selbstbewusstsein nicht wegnehmen lassen und uns organisieren. Eine echte Selbstverteidigung ist nur möglich durch Selbstorganisationen. Erst dann können wir verhindern, dass diese Menschen, dieser Rassismus, dieser strukturelle Rassismus uns Angststörungen versetzt. Uns immer wieder sagt, Leute, hey Mensch, ja, also Mensch, du kannst nicht in dieser Club rein, weil du so aussiehst. Ja, dann müssen wir in Shisha-Bars, weil wir uns dort sicher fühlen, und dann werden die Shisha-Bars angegriffen. Nein, das werden wir nicht zulassen, also das sollten wir nicht zulassen. Und deswegen erneut, ich rufe ganz herzlich alle MigrantInnen, alle Geflüchteten in Dresden dazu auf, uns zu organisieren, uns gegen diesen Rassismus zu stellen und uns stärker zu machen, unser Selbstbewusstsein gegen Rassismus,
gegen diesen strukturellen Rassismus, der auch von der Zivilgesellschaft manchmal, nicht Zivilgesellschaft, von der gesellschaftlichen Mitte gepflegt wird. Also wir müssen uns dagegen stärker machen. Und das können wir nur mit eigenen Händen. Dankeschön. Wir haben jetzt noch einen Redebeitrag Guten Abend, mein Name ist Viktor Winze, ich bin der Vorsitzende des Integrations- und Ausländerbeirats des Landes Hauptstadt Dresden. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich habe zuletzt eine Rede im Dezember gehalten. Damals war es so, dass ein vierjähriges Kind von unserem Kindergarten vom Ausländerrat vom Fahrrad getreten wurde. Damals habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also wie tief kann noch eine Gesellschaft sinken? Was ist noch möglich? Das ist wirklich schon die unterste Schublade. Heute stehe ich da, weil ein Rassist 10 Menschen getötet hat. Und ich will nur ganz, ganz kurz dazu sagen, es tut mir wirklich leid und es tut mir wirklich leid, ständig solche Veranstaltungen dann dabei zu sein, da was zu sagen. Deswegen sage ich, wach auf, verdammte Zivilgesellschaft, wach auf, verdammte wehrhafte Demokratie und sorge dafür, dass sowas nicht nochmal passiert. Danke. Hallo, guten Abend. Ich heiße Ali, wir haben eine kleine Rede hier versucht zu schreiben. Wir sind eine Gruppe von Migranten, einfach, die in Dresden schon lange hier wohnen. Gestern Abend zog ein Neonazis los, um Menschen mit scheinbar nicht deutschem Aussehen zu töten. Er ging in 2 Shisha-Bars, weil er wusste, dass sich in diese viele Menschen mit Migrationshintergrund aufhalten und tötete insgesamt 10 Menschen. 10 Menschen, die er nur aufgrund ihres Aussehens brutal erschoss. Mit einer Waffe, welche er legal besaß. Unsere Trauer und Gedenken sind bei den Opfern, aber wir dürfen es nicht dabei belassen, sondern müssen wir diese Trauer in Wut und Widerstand umwandeln. Für uns Menschen mit Migrationshintergrund ist dieser ein erschütternder Tag heute. Aber es überrascht uns nicht. Wir sehen und erleben Rassismus und Diskriminierung jeden Tag. Aber egal, ob Islamophobie, Antisemitismus und jede andere Form des Rassismus, wir müssen gemeinsam entschlossen dagegen kämpfen. Die rassistische, rechtspopulistische Motivation dieser Tat ist deutlich. In seinem Manifest schreibt der Attentäter, dass es nicht mehr ausreichen würde, gewisse Volksgruppen auszuweisen, da ihre Existenz an sich ein grundsätzlicher Fehler sei. Darunter aufgelistet sind fast halb Asien, ganz Afrika und Südamerika und eine ganze Reihe von anderen Völkern, die laut ihm komplett vernichtet werden müssen. Diese Gedanken kommen nicht von irgendwoher, sondern sind Folge des Rechtsrucks und einer immer rassistischer werdenden Politik und Gesellschaft. Der NSU, der Mord an Walter Lübcke, der Attentat in Halle, die Hetzjagd auf migrantisch aussehende Menschen in Chemnitz, People of Color, die in Gefängniszelle verbrannt werden, rechte Terrorzellen in der Bundeswehr und Polizei, organisierte Neonazis, die in Dresden, Magdeburg und anderen Städten vor 4 Tagen durch die Straßen marschierten. All das und so viel mehr zeigt uns nur ein ganz deutlich. Der Nährboden dieser Morde und der rassistische Angriffe ist der Staat und unsere Gesellschaftsform, der Kapitalismus, schuld. Wir dürfen uns nicht auf staatliche Strukturen und Parlamente mehr verlassen, die für Menschen mit Migrationshintergrund kaum zugänglich sind. Wir dürfen uns nicht auf Behörden verlassen, die nicht nur auf dem rechten Auge blind sind, sondern teilweise schon faschistische Netzwerke mit unterstützen, dass Sigmar Gabriel und Maaßen und etc. auch nach dem gestrigen Attentat noch weiter gegen Linke hetzen und links mit rechts gleichzusetzen, spielt immer mehr in die Hände der AfD und andere sich bürgerlichen gebenden Rassisten. Die gestrige Tat kommt nicht von irgendwoher. Sie ist eine Folge aller dieser Faktoren, eine Folge des kapitalistischen Systems, das die Menschen in Klassen und Nationen teilt. Selbstorganisieren und antifaschistisches Selbstschutz an den Orten, an denen wir leben, lernen, arbeiten und uns mit Freundinnen treffen, ist keine theoretische Frage mehr, sondern eine unmittelbare Notwendigkeit. Ein moralischer Pazifismus ist schon lange keine Option mehr.
wenn Nazis bewaffnet gegen Migranten vorgehen und der Staat ununterbrochen durch Abschiebungen und institutionelle Diskriminierung seiner eigenen Rassismus zelebriert. So geht's nicht weiter. Wir wollen einfach immer sagen, wir werden zusammenkämpfen gegen den Rassismus in jeder Form und wir werden immer zusammenstehen und wir werden heute Abend unsere Opfer und jeder Opfer einfach rechter und rassistischer Gewalt gedenken. Dankeschön. Sie hören jetzt noch die arabische Übersetzung für den eben vorgefallenen Redebeitrag. Ja, hallo, guten Abend. Danke, dass viele einfach heute erschienen sind. Ich werde diesen Redebeitrag auf Arabisch vorlesen. Also, falls. Ja. لقد اتفقنا اليوم على جريمة النكراء عنصرية حيث قام أحد النازيين في مدينة فرانكفورت هاناو باستهداف منطقتين يكثر فيها تواجد المغتربين والألمان من خلفية مهاجرة قضوا على إثر الهجوم 9 أشخاص والعديد من الجرحى قبل قيامه بجريمته قام المدعو توبياس آر بنشر دوافعه السياسية لهذه الجريمة والتي تتضمن عدم أحقية بعض شعوب العالم بالحياة وضرورة التخلص منها على الفور كشمال أفريقيا ووسط آسيا واليهود بشكل لا يقبله أي ضمير ولا أي شريعة صحيحة في العالم هذه الدوافع العنصرية اليمينية المتطرفة تجد لها طريقا باستمرار عن طريق الإعلام وعبر ممثلها السياسي حزب البديل لأجل ألمانيا وحركة البيجيدا الذين لم يفوتوا أي فرصة للتحريض على الأجانب والمسلمين واليهود وغيرهم من الأقليات في ألمانيا لا غرابة أيضا أن العملية قد حدثت بعد مرور 3 أيام فقط على المسيرات الحاشدة التي عمت شوارع مدن ألمانية عدة كدريسدن وماكديبورغ ضد العنصرية والنازيين لم يكن المستهدف بعينه شعبا أو مجموعة عرقية محددة وأنما كل من لا يتناسب مع صورة العالم النازية واليمينية المتطرفة هذا الانزلاق العام نحو اليمين في ألمانيا يبدو جليا عند النظر إلى الجرائم المتكررة في كل مدينة كهالة وكيمنتس ومن قبلها الخلية النازية في سفيكاو ردة فعل الدولة الألمانية على هذه الجرائم لا يمكن القول عنها إلا بأنها مخزية وضعيفة وتظهر تحزبا واضحا لليمين في دوائر صنع القرار فحينما توضع العديد من المجموعات اليسارية النضالية على لوائح المراقبة التابعة لجهاز أمن حماية الدستور يجول النازيون بكل بساطة وينظمون أنفسهم بلا رقابة تحت مسميات حرية الرأي والأفكار وفي حين يتم تجريم الحركات الكردية والفلسطينية التحررية وحظر رموزها واعتقال نشطائها يترك الفاشيون ليشتروا السلاح المرخص ويتمرنوا عليه ويقتلوا به شبابنا نحن كأجانب ولاجئين كألمان مع أو بدون خلفية مهاجرة نعبر عن استنكارنا لهذه الجريمة وننبه كل الأخوة والأخوات والرفقاء والرفيقات على ضرورة التنظيم الذاتي وتوحيد الصف في كل مكان على الشارع وفي المدرسة والجامعة وفي أماكن العمل لمقارعة الفاشية أينما كانت من خلال تجاربنا هنا وفي كل مكان في الغرب المتحضر والحامي لحقوق الإنسان لا يمكننا الاعتماد على الدولة في تأمين الحماية علينا التضامن مع أنفسنا ومع الآخرين فالنازيون والفاشيون لا يفرقون بين عربي وكردي وتركي مسلم أو مسيحي أو يهودي امرأة أو رجل أو أيا كان النقاش حول ضرورة الالتزام بالسلمية لم يعد مجديا وخاصة بين مطرقة التطرف اليميني المجرم من جهة وسندان الترحيل القسري وعنصرية الدولة من جهة ثانية رحمة الله على من سقطوا والصبر والسلوان لآلهم وذويهم جميعا أفلتن. Vielen Dank für die Redebeiträge. Wir laden euch und Sie jetzt recht herzlich ein, mit uns zusammen eine Schweigeminute einzulegen in Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau. Im Anschluss daran habt ihr die Möglichkeit, Kerzen und Blumen, die wir zum Teil auch mitgebracht haben, aber einige haben ja auch Kerzen dabei, am Gedenkstein für Georges Gomondai, als erstes Todesopfer rassistischer Gewalt in Sachsen, 1991 zu hinterlassen und im Anschluss daran begeben wir uns mit der Demonstration in die Innenstadt, um dort auch nochmal auf die Ereignisse, die schrecklichen Geschehnisse aufmerksam zu machen. Aber nun schweigen wir für eine Weile in Gedenken an die Todesopfer in Hanau.
Dank für eure und ihre Anteilnahme.